Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Lizard 4 Pack, und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Kompakttraktoren. Der Autor von diesem Mod heißt hier Kastan18. Und die Modgröße beträgt ca. 86,26 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs. Und da haben wir auch schon das Lizard 4 Pack. Hier haben wir verschiedene Traktoren in der Lizard Variante. Und wir gehen jetzt mal nach und nach mal ein paar durch. Wir haben zum Beispiel den Lizard C385. Dieser braucht beim ersten Kauf auf der Konsole ca. 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen Slot. Dann haben wir hier den Lizard C385A. Dieser braucht auch beim ersten Kauf auf der Konsole ca. 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen Slot. Dann kommen wir hier zu dem Lizard 902. Auch dieser braucht beim ersten Kauf auf der Konsole ca. 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen. Dann haben wir hier den Lizard 904. Dieser braucht beim ersten Kauf auf der Konsole auch 23 Slots und jeder weitere Kauf auch nur einen Slot. Dann kommt der Lizard 1002. Dieser braucht auch auf der Konsole ca. beim ersten Kauf 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen Slot. Dann haben wir hier den Lizard 1004. Auch dieser hier braucht beim ersten Kauf auf der Konsole ca. 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen Slot. Dann haben wir hier noch den Lizard 912. Dieser braucht beim ersten Kauf auf der Konsole ca. 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen Slot. Und dann haben wir hier noch den Lizard 914. Auch dieser braucht beim ersten Kauf auf der Konsole ca. 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen. Dann haben wir hier noch den Lizard 1012. Dieser braucht beim ersten Kauf auf der Konsole auch 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen Slot. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal den Lizard 1014 hier. Dieser braucht beim ersten Kauf auf der Konsole ca. 23 Slots und jeder weitere Kauf nur einen Slot. Ihr merkt, ihr habt viele verschiedene Traktoren hier in vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Ich stelle euch hier mal ein paar Mal vor. Wir fangen hier mal an bei dem Lizard C385. Dieser hat Standard 76 PS, manuelles Getriebe, kann hier laden 90 Liter Diesel und fährt ca. 28 km/h. Wiegt knapp 3,9 Tonnen und kostet euch in der Standardkonfiguration 24.000 Euro. In der Motorausführung habt ihr hier wählbar den C385, den C385 schnelle Übertragung oder hier wiederum den C385. Reifenhersteller haben wir hier wählbar Lizard Tires, Lizard Tires 2, Lizard Tires 3, Continental, BKT, Mitas, Lizard Tires 1. Bei Lizard Tires 1 haben wir hier zum Beispiel wählbar die Reifenvariante, Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten oder Standard. Bei Lizard Tires 2 haben wir hier wählbar Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten oder Standard. Und bei Lizard Tires 3 haben wir hier wählbar aktuell Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten oder auch hier Standard. Dann kommen wir hier zu Continental. Hier haben wir wählbar aktuell Breitreifen, Radgewichte, Breit oder Breit mit Gewichten oder Standard. Dann haben wir hier BKT wählbar aktuell Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten oder Standard. Mitas haben wir hier auch wählbar aktuell mit Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten, Standard 2, Radgewichte 2, Breit 2, Breit mit Gewichten 2 oder Standard 3, Radgewichte 3, Breit 3,
Breit mit Gewichten 3, Standard 4, Radgewichte 4, Breit 4, Breit mit Gewichten 4 oder auch hier wählbar Standard. Und da haben wir hier wieder Lizard Tires. Aufkleber habt ihr hier wählbar Typ 1, Typ 2 oder Nein. Frontgewicht habt ihr hier wählbar aktuell mit Nein. 100 Kilo Frontgewicht, 180 Kilo Frontgewicht, 250 Kilo Frontgewicht, 290 Kilo Frontgewicht, 500 Kilo Frontgewicht oder Nein zum Beispiel. Kotflügel habt ihr hier wählbar Standard, breite Kotflügel, verlängerte Kotflügel, hohe Kotflügel oder auch hier wählbar Standard. Kotflügel vorne habt ihr hier auch wählbar, aktuell Typ 1, Typ 2 oder Nein sogar und hier wieder Typ 1. Schmutzfänger habt ihr hier wählbar auch, aktuell am Heck. Ist hier wählbar kurz, lang oder Nein oder wieder kurz zum Beispiel. Frontscheinwerfer haben wir hier wählbar Typ 1, Typ 2, Typ 3. Typ 4 und hier wieder Typ 1 zum Beispiel. Dann haben wir hier noch die Dachvariante. Aktuell ist jetzt vorgewählt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6, Typ 7, Typ 8, Typ 9, Typ 10, Typ 11, Typ 12 oder auch hier wiederum Typ 1. Je nachdem, was ihr da so haben wollt. Auspuff habt ihr hier wählbar in der Haube, von der Seite her oder in der Haube. Und Anhängerkupplung haben wir hier wählbar Typ 1, Typ 2 oder auch hier wiederum Typ 1 wählbar. Lenkrad habt ihr hier auch wählbar, aktuell Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6 oder auch hier wiederum Typ 1. Dann habt ihr hier wählbar die Haube, gerade, abgeschnitten oder gerade. Frontladeranbau habt ihr hier wählbar mit Nein, mit Lizard. Mit Nein. Kabinenfarbe habt ihr hier natürlich auch frei wählbar in verschiedenen Farben. Aktuell ist jetzt hier gewählt Grau. Zum Beispiel hier Grau 2, dann Grau 3, dann Grau 4, Grau 5 zum Beispiel, Grau 6, Grau 7, Grau 8, dann haben wir hier noch Grau 9. Grau 10, Grau bzw. Schwarz 1 sogar, sehe ich gerade. Also bis Grau 10 gibt es auf jeden Fall. Haben wir hier noch verschiedene Schwarztöne. Einmal hier Schwarz 1, Schwarz 2, Schwarz 3 oder auch sogar Schwarz 4. Farbe der Radgewichte, da können wir hier auch wählen. Aktuell hier mal Beige, Beige 2, Beige 3. Dazu wählen wir hier noch die Radgewichte aus. Einen Moment. Genau. Gehen wir hier wieder runter. Haben wir hier noch Grau wählbar. Auch hier wiederum bis Grau 10 zum Beispiel. Dann haben wir hier noch Schwarz wählbar 1 bis 4. Und zum Beispiel hier jetzt Schwarz 1 oder Schwarz 4 zum Beispiel. Und hier habt ihr sogar noch wählbar Blau, Blau 2 oder auch hier mal in Silber. Bei den Frontgewichten habt ihr das gleiche auch hier in 1 zu 3 Beige Logo. Zum Beispiel jetzt Beige 2 oder Beige 3. Auch hier mal in Grau gewählt. Auch hier in verschiedenen Farbwahlen in Grau bis Grau 10 sogar. Ne? Je nachdem, was euch da am besten gefällt.
Und auch hier in den Schwarztönen 1 bis 4, wie zum Beispiel Weber, ne? Oder auch passend hier in Blau, zum Beispiel Blau 1 oder Blau 2, je nachdem, was euch da am besten gefällt. Da haben wir hier noch Motorfarbe, habt ihr hier auch wählbar, entweder hier in Grau 1, in zum Beispiel hier nochmal in Grau 1 oder hier in Grau 2, Grau 3, da haben wir hier Grau 4 oder sogar Grau 5. Das Ganze geht auch sogar bis der Farbe Grau 10 sogar, oder ihr wählt jetzt Schwarz. Schwarz 1, 2, Schwarz 3 oder auch Schwarz 4, je nachdem, wie ihr das am besten haben wollt. Oder halt die Grundeinstellungsfarbe wäre jetzt Blau, aktuell jetzt Blau 1 oder halt Blau 2 wählbar. Die Hauptfarbe können wir hier auch noch wählen, hier zum Beispiel in Gelb 1, in Gelb 2 oder Gelb 3. Haben wir hier noch wählbar in verschiedenen Rotfarben. Einmal hier in Rot 1, in Rot 3 zum Beispiel. Das Ganze geht hier bis Rot 9 sogar. So ein bisschen verbleicht so. Sieht auch auf jeden Fall sehr schick aus. Oder halt hier in Grün. Zum Beispiel jetzt hier Grün 1 oder auch Grün 4. Je nachdem, was ihr da so konfigurieren möchtet. Dann haben wir hier noch die Dachfarbe, aktuell jetzt weiß hier oder auch hier in Grau. Das Ganze ist wieder wählbar bis Grau 10 oder auch sogar in Rot, Rot 1. Auch hier wählbar bis Rot 9 zum Beispiel. Ihr könnt das auch passend machen in Rot, Grün und Schwarz, je nachdem wie ihr es am besten haben wollt. Ne? Und das Ganze sieht dann auch zum Beispiel so aus. Finde ich auch auf jeden Fall auch sehr schick mit diesen verblassten Farben. Dann haben wir hier noch wählbar die Farbe des Grills. Auch hier in Messing, in Silber, in Schwarz oder in Schwarz 2. Und die Felgenfarbe habt ihr hier natürlich auch konfigurierbar. Hier mal in den Farbwahlen Beige. Dann habt ihr hier noch Silber. Einmal hier in Silber, dann in Grau, auch wiederum 1 bis 10 in Grau hier zum Beispiel. In der Rotfarbe, auch hier wie gesagt, Rot 1 bis 9. Oder auch hier mal in Schwarz 1 bis 4, na, auch hier wählbar. Oder in Blau, Blau 1 oder Blau 2. Das Ganze war passend hier in Rot. Das sieht auf jeden Fall auch schon sehr nice aus. Und das Ganze könnt ihr hier noch wählen mit dem Kennzeichen. Dann kostet euch dieser Lizard hier in dieser Konfiguration 36.800 Euro. Bei den anderen Traktoren habt ihr dieselbe Einstellmöglichkeit wählbar. Hier haben wir zum Beispiel jetzt mal den C385A. Dieser wiegt allerdings 5 Tonnen anstatt 3,9 Tonnen. Wir können jetzt mal noch hier mal den Lizard 902 uns anschauen. Dieser hat auch 76 PS, manuelles Getriebe, 90 Liter Diesel kann der tanken und fährt ca. 28 km/h. Dieser wiegt 3,9 Tonnen. Kostet hier 29.000 Euro in der Standardkonfiguration. Auch hier habt ihr wählbar die Motorausführung 902 oder 902 schnelle Übertragung. Das Ganze bleibt dann bei 76 PS. Reifenhersteller haben wir hier auch wählbar Lizard Tires 1, Lizard Tires 2, Lizard Tires 3, Continental, BKT, Mitas oder die Lizard Tires 1 zum Beispiel. Hier haben wir wählbar die Reifenvariante Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten oder Standard. Bei Lizard Tires 2 haben wir hier wählbar Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten oder Standard. Lizard Tires 3 haben wir hier wählbar Reifenvariante Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten
oder Standard. Dann haben wir hier noch Weber Continental mit Breitreifen, Radgewichte breit, breit mit Gewichten oder Standard. WKT ist die Weber Standard, Radgewichte breit, breit mit Gewichten oder auch Standard. Und da haben wir hier noch Mitas Weber, aktuell hier noch Weber Standard, Radgewichte oder auch breit, breit mit Gewichten, Standard 2, da haben wir hier Radgewichte 2, breit 2, breit mit Gewichten 2, Standard 3, Radgewichte 3, da haben wir hier noch breit 3, breit mit Gewichten 3, Standard 4, Radgewichte 4, breit 4, breit mit Gewichten 4 und auch hier Weber Standard. Auch hier ist Weber der Aufklebertyp mit Typ 1 oder 2 oder nein. Frontgewicht habt ihr hier Weber mit nein, 100 Kilo, 180 Kilo, 250 Kilo, 290 Kilo, 500 Kilo oder nein. Kotflügel habt ihr hier auch Weber aktuell mit Standard, dann breite Kotflügel, verlängerte Kotflügel, hohe Kotflügel oder auch hier Weber Standard. Kotflügel vorne haben wir hier Weber Typ 1, Typ 2 oder keine. Dann kommen wir hier noch Weber Schmutzfänger, kurz, lang oder nein oder kurz. Frontscheinwerfer haben wir hier Weber auch dazu Typ 1, 2, Typ 3, Typ 4, Typ 1. Dachvariante ist die Weber Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder wiederum Typ 1. Auspuff habt ihr die Weber in der Haube oder von der Seite her. Anhängerkupplung habt ihr hier Weber Typ 1, Typ 2 oder Typ 1. Und Lenkrad haben wir hier wieder Weber Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder wiederum Typ 1. Haube habt ihr hier gerade oder abgeschnitten oder gerade. Frontladeatmo haben wir hier Weber mit nein, Lizard oder nein. Und dann haben wir hier die Kabinenfarbe, auch hier wieder in Grautönen von 1 bis 10. Oder 1 bis 4 in Schwarz zum Beispiel. Farbe der Radgewichte in 3 verschiedenen Beigefarben. In Graufarben 1 bis 10 hier wiederum. Ja, die sind natürlich wieder hinten am Heck. Genau, da haben wir sie wieder. Dann haben wir hier Weber das Frontgewicht, auch hier Weber in Beigefarben. Dann haben wir hier Weber, auch hier wieder Weber in Graufarben, 1 bis 10. 1 bis 4 in Schwarz oder 2 Blaufarben zum Beispiel. Dann haben wir hier noch die Motorfarbe, auch hier Weber von Grau 1 bis zum Beispiel Grau 10 oder auch gerne von Schwarz 1 bis Schwarz 4 oder auch in 2 verschiedenen Blaufarben. Die Hauptfarbe, auch hier Weber in 3 verschiedenen Gelbtönen. Und dann kann man das Ganze natürlich hier auch wieder wählen in den ganzen verschiedenen Farbwahlen, die man hier so haben will. Auch hier haben wir die Dachfarbe von zum Beispiel hier Weiß in Grau 1 oder hier in Grau 10. Je nachdem, welches Dach ihr dazu konfiguriert habt, könnt ihr das ja nach und nach auch ändern. Dann haben wir hier natürlich auch die Felgenfarbe 1 bis 3 in Beige. Auch hier wiederum Silber oder auch hier 1 bis 10 in Grau, 1 bis 9 in Rot zum Beispiel oder 1 bis 4 in Schwarz oder auch hier wiederum Weber 1 und 2 in verschiedenen Blautönen. Den Grill ist auch anpassbar mit Messing, Silber, Schwarz oder Schwarz 2 zum Beispiel.
Dann stelle ich euch mal hier den Lizard 1014 vor. Dieser hat ca. 96 PS, manuelles Getriebe, kann hier 90 Liter Diesel laden und fährt ca. 28 km/h. Wiegt 4,9 Tonnen und kostet hier in der Standardkonfiguration 40.000 Euro. Hier haben wir wählbar in der Konfiguration Haken vorne hinten Typ 1. Da haben wir hier Typ 2. Typ 3. Typ 4. Oder auch Typ 1 zum Beispiel. Da habt ihr im Prinzip die Haken vorne oder halt nur hinten wählbar. Motorausführung haben wir hier wählbar den 1014. Mit 96 PS, mit 1014 schnelle Übertragung oder hier wiederum den 1014. Reifenhersteller haben wir hier Lizard Tires, Lizard Tires 2, Lizard Tires 2 zum Beispiel oder halt hier Friedestein Weber. Lizard Tires 3 haben wir auch dabei, Continental ist auch dabei, Mitas auch und hier wiederum Lizard Tires 1. Bei Lizard Tires 1 haben wir hier wählbar die Reifenvariante Standard, Radgewichte, Breit oder Breit mit Gewichten und diverse andere Konfigurationsmöglichkeiten hier natürlich bei Lizard Tires 2, bei Friedestein natürlich auch, zum Beispiel hier Breit mit Gewichten oder Breit. Lizard Tires 3 haben wir hier auch wählbar Standard, Radgewichte, Breit, Breit mit Gewichten. Continental ist sie auch wieder wählbar mit Standard, Breit mit Gewichten, Breit oder Radgewichte. Mitas ist auch hier wählbar mit Standard, Radgewichte, Breit und Breit mit Gewichten zum Beispiel. Auch hier wählbar der Aufkleber Typ 1, Typ 2 oder kein Aufkleber. Kotflügel haben wir hier wählbar Standard. Breite Kotflügel, verlängerte oder hohe oder Standard. Kotflügel vorne haben wir hier wählbar Typ 1, Typ 2 Plastik oder nein. Schmutzfinger haben wir hier wählbar kurz, lang, lang 2 oder nein. Turboladerabdeckung haben wir hier wählbar ja oder nein zum Beispiel. Frontscheinwerfer haben wir hier wählbar Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 oder auch hier wiederum Typ 1. Dachvariante ist hier auch wählbar, aktuell Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6, Typ 7, Typ 8, Typ 9, Typ 10 oder auch zum Beispiel hier in Typ 11 oder in Typ 12 zum Beispiel. Auspuff ist hier wählbar Typ 1, Typ 2, Typ 3 oder auch hier wiederum Typ 1. Lenkrad habt ihr hier auch wählbar aktuell Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6 oder hier wiederum Typ 1. Und Haube habt ihr hier wählbar Typ 1, Typ 2, Typ 3 oder auch hier wiederum Typ 1. Dann komme ich hier zu der Farbwahl. Aktuell die Kabinenfarbe können wir hier wählen 1 bis 4 in Schwarz. Dann haben wir hier noch wählbar 1 bis 10 in Grau. Das können wir natürlich so wählen, wie wir das am besten haben wollen. Farbe der Radgewichte, dazu müssen wir erst welche konfigurieren. Hier mache ich auch hier mal gucken. Auch hier haben wir wählbar 1 bis 3 in beige. Dann haben wir hier in grau wählbar 1 bis 10 in grau zum Beispiel. 1 bis 4 in schwarz. Oder 1 bis 2 in blau. Oder auch hier mal in silber. Frontgewichte, dazu müssen wir eventuell erstmal die Frontgewichte konfigurieren. Wenn man da welche haben zu, können wir hier auch wählen bis 86 Kilo
Und da haben wir hier zur Deko so eine Art Stahlseil drauf. Das ist wiederum auch sehr interessant gehalten. Hier habt ihr Leber 1 bis 3 in Beige, 1 bis 10 in Grau, 1 bis 4 in Schwarz oder auch zwei blaue Töne zum Beispiel. Das Ganze geht natürlich auch. Motorfarbe haben wir hier auch wählbar in Grau. Wiederum auch hier 1 bis 10. 1 bis 4 in Schwarz. Oder hier auch in zwei blaue Tönen. Das geht natürlich auch. Dann haben wir hier die Hauptfarbe wählbar in drei verschiedenen Gelbtönen. Und hier in Rot 1 oder in Rot 9. Also 1 bis 9 in Rot zum Beispiel. Dann habt ihr hier noch immer die Dachfarbe, je nachdem, ob ihr eine Dachfarbe haben wollt oder nicht. Entweder hier in Weiß, in Grau zum Beispiel. Auch hier 1 bis 10 in Grau, in Rot oder auch 1 bis 9 in Rot zum Beispiel. Felgenfarbe ist auch hier zu guter Letzt wählbar, auch hier in Beige 1 bis 3, in Silber 1 bis 9 in Rot und 10 sogar, beziehungsweise hier, das ist jetzt Rot, genau, 1 bis 9 in Rot, genau, und einmal hier in Grau 1 und hier in Grau 10 zum Beispiel. Dann haben wir hier noch 1 bis 4 in Schwarz, auch hier wählbar, oder hier auch zwei verschiedene Blautöne. Das Kennzeichen ist dazu auch konfigurierbar. Dann kostet uns dieser Lizard 1014 in dieser Konfiguration ca. 45.300 Euro. Ihr merkt allerdings, dass man hier sehr, sehr viel einstellen kann. Deswegen habe ich euch nur einen Teil der Mods gezeigt. Wir steigen mal hier in diesen Lizard Thema ein. Da haben wir am Anfang das Licht, die Kennzeichenbeleuchtung. Da haben wir hier vorne das Licht zum Beispiel. Das Licht hier an den Kotflügeln finde ich auch immer sehr schön gehalten. Dann haben wir das Ganze hier mal, genau, haben wir das Ganze aus. Blinker hinten rechts, hinten links. Dann haben wir das Ganze hier noch an den Kotflügeln. Einmal links und einmal rechts. Und dann können wir das Ganze hier schon mal starten. Das war jetzt die Hupe. Dann können wir den Lizard hier dann auch schon so fahren. So sieht er hier von innen aus. Ne? Alles, was man hier so braucht. Dann kann man hier mal schön eine Runde fahren damit. Na genau. Dann haben wir hier die Tastenbelegung, zum Beispiel L1 und X für die Haube abzunehmen. Oh, das ist interessant. Da kann man hier reingucken. Na? Sehr schön gehalten. Kann man die Haube wieder zumachen. Oder wir wählen hier aktuell R1 und rechter Stick nach oben oder nach unten für Kranarm 2. Jetzt die Frage, was das ist. Ah, da können wir hier die hintere Hydraulik hoch und runter fahren. Das Coole dabei ist, wir haben ja diese Schaltung hier drin. Ne? Und man sieht auch, wie unser Mimiken die Schaltung nach unten drückt für runter und Schaltung nach oben drückt für hoch. Das ist auf jeden Fall auch interessant gerade. Dann hatte man ja auch noch verschiedene Sachen mit der kompletten Kabinenwahl, ne? Mit den Scheinwerfern oben und Co. Und dann können wir hier mal zu der anderen Version wechseln. Wie hier zum Beispiel mit dieser hier. Da haben wir hier noch dieses Frontgewicht dabei. Auch hier habt ihr das Licht und die Kennzeichenbeleuchtung. Das hintere Licht, dann das vordere Licht. Ne? Sowohl Blinker vorne rechts als auch vorne links. Dann haben wir hier noch hinten links, hinten rechts. Das Ganze können wir hier auch so starten. Hier haben wir jetzt aktuell ein anderes Modell. Ja.
Das hält sich dann auch so. Und wie man sieht, am Heck hinten haben wir die Hydraulik. Im Prinzip hier diese Aufhängung. Die fährt hin und her. Was auch wiederum interessant ist. Hier habt ihr auf jeden Fall auch mal die Tastenbelegung L1 und X für Haube abnehmen. Zack. Könnt ihr die Haube abnehmen und könnt ihr drunter gucken. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Auch hier habt ihr wieder wählbar R1 und Kranarm 2 für hoch und runter. Ja, finde ich auch auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und zu guter Letzt nehmen wir jetzt mal noch den letzten hier. Na, das wäre jetzt dieser hier. Hier haben wir natürlich auch das Licht. Hinten die Lichter, das Kennzeichenbeleuchtungslicht. Die Scheinwerfer vorne. Und die Scheinwerfer natürlich am Kotflügel. Hier haben wir Blinker vorne rechts, vorne links. Dann haben wir noch hinten links. Hinten rechts zum Beispiel. Die Hupe ist auch am Start. Und dann können wir das Ganze hier mal ausprobieren, wie das sich so fahren lässt. Auch hier wiederum haben wir dieses Gestänge hinten in Animation. Finde ich auch wiederum sehr gut gelungen. Hier haben wir jetzt einen anderen Motorsound als bei den anderen zwei. Ja. Und das sieht auf jeden Fall auch schon sehr interessant aus. Auch hier können wir wählen, L1 und X für die Haube abzunehmen. Können wir hier auch drunter gucken. Ja, wie das Ganze hier schon verbaut ist. Und muss sagen, vom Detailgrad her ist das Ganze sehr, sehr schön gemacht. Hier ist alles sehr, sehr detailreich gehalten. Alles so, wie es sein soll. Ja. Und das Ganze hat auf jeden Fall schon mal. Machen wir das Ganze wieder zu. Na, klar. Und verdecken wir das Ganze. Auch hier habt ihr weder wählbar, sehe ich gerade noch. R1 und rechts liegt nach oben oder unten. Hier zum Beispiel die Heckhydraulik manuell zu wählen. So sieht das Ganze hier von innen aus. Ja, mit dem Licht. Da haben wir hier auch unseren Hebel für hoch und runter zum Beispiel. Muss sagen, das Ganze ist sehr schön gehalten. Ne? Sehr schönes Pad. Und ist auf jeden Fall seine knapp 87 MB auf jeden Fall wert. Ihr habt sehr viele Modelle, die ihr da mit wählen könnt. Ja, da müsst ihr euch mal im Prinzip umschauen, welches Modell euch am besten gefällt. Ich habe euch jetzt mal nur ein paar Modelle hier mal vorgestellt und hoffe, euch hat das ganze Video hier dazu gefallen. Falls ihr dazu Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht mich natürlich gerne auch auf Twitch oder schaut natürlich im Discord vorbei. Die Links zu Twitch und zum Discord findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.